Was passiert in dieser Folge? Absolute Ruhe hier, sonst stelle ich hier alles ab. Es reicht doch, Digga. Genau, Community, herzlich willkommen zu diesem Video. Und in diesem Video habe ich schon, wie ihr im Titel gelesen habt, Tante Chanti gestreamt. Tante Chanti ist ein Streamer bzw. YouTuber, Pro-Player mit 200.000 Abonnenten. Er wollte mal einfach auf Controller ein bisschen üben und lernen und hat auf seinem Zweitkanal gestreamt. Da dachte ich mir, komm, ich streamsnipe ihn. Ich habe ihn so lange gestreamt, bis er komplett ausgerastet ist. Und am Ende ist sogar seine Mutter in sein Zimmer reingekommen. Stellt euch mal vor, wie krass das war. Ja, ich will nicht lange drum herum herreden. Ja, keine Ahnung, hier, Creator Code, I'm Nate, wenn ihr mich unterstützen wollt. Ja, einfach Item Shop ist gerade gechillt so. Wenn ihr euch was kauft, dann gerne mit Creator Code I'm Natis. Und wenn ihr mehr Streamsnipe-Videos sehen wollt, dann lasst einen Daumen hoch da. Denn bei 10.000 Likes kommt noch ein Video morgen. Und zwar ich Streamsnipe Mädchen, bis sie mir ihre Nummer gibt. Also, ist geil auf jeden Fall. Was passiert in dieser Folge? Kommt ihr herzlich willkommen. Ich schaue gerade den Stream von Tante Chanti zu. Und ich bin gerade in seiner Runde drin. Wir werden ihn streamsnipen, bis er gar keinen Bock mehr hat. Er hat gesagt, er will ganz normal spielen. Und er will nicht abgefuckt werden. Jetzt höre ich mal zu, was er macht. Also, es macht im Moment nicht so viel Spaß, mit Handy zu spielen. Und deswegen probiere ich mal ein bisschen Keyboard aus. Okay, zu wild. Er will nämlich jetzt auf Controller gut werden und hat überhaupt keine Lust, dass er gestreamsniped wird. Und ich sag mal so, Freunde, ich werde ihn jetzt sowas von streamsnipen. Er soll einfach keinen Bock mehr haben. Er soll einfach rausgehen. Er soll einfach quitten, Freunde. Und ja, Mann, wenn ihr auf jeden Fall mehr Streamsnipe-Videos wollt, dann lasst unbedingt ein Like da und schreibt in die Kommentare mehr Streamsnipe-Videos. Ich habe keinen Bock, ich will einfach ein bisschen normal zocken, wäre korrekt. Alter, wie viele Leute hier hingehen? Digga. Okay, ey, danke Saskia, danke Andi, danke Johan. Ah, okay. Ah, da oben ist er schon. Da oben ist er schon. Okay. Wo sind die Gegner, hä? Wo sind die Gegner? Oh mein Gott, nein. Nein, nein, nein. Nein, ich bin tot, Digga. Nein. Erste Runde, ich bin tot. Nein, 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 nein. Community, wir versuchen jetzt noch eine Runde. Scheiße, ich bin tot, Mann. Ja. Ei! Anonym, Digga, ich bin direkt tot. Scheiße, Digga, scheiße. Haha, no, no. Chocolata, no, no. Community, was geht? Wir sind jetzt wieder in seiner Runde von Tante Chantal, von Chante Tanti, den allerechten. Ja, Mann. Ich würde sagen, ich gehe Sweaty Sand. Ey, geht ehrlich in Sweaty Sands. Das Ding ist, wenn ihr zu mir geht, dann liebe ich eh wieder direkt. Wisst ihr, deswegen bringt es euch eh nichts. Streamsnipe mal I'm Natis. Ich habe I'm Natis schon mal gestreamsniped, Bro. Okay, er geht da irgendwo in die Richtung. Boah, ich bin jetzt echt gespannt, wie er sich über aufregen wird, dass er gestreamsniped wird, weil der hat nämlich gesagt, er will jetzt auf Controller üben, um einfach besser zu werden, weil er will jetzt irgendwie bald bei Custom Games Turnieren mitmachen und ich werde ihn einfach abfucken, dass er ja gar keinen Bock mehr hat. Ach man, Digga, ich schwör's dir, das macht so Bock, Leute zu streamsnipen. Wenn ihr Bock habt, dass ich einfach mehrere Leute streamsnipen soll oder wenn ihr Streamer kennt, die streamsnipen sollt, dann schreibt's unbedingt in die Kommentare, weil das würde mich voll interessieren, so, wen es alles gibt, den man snipen kann. Ich bin echt froh, dass ich nicht so oft gestreamsniped werde, aber nächstes, Digga, der muss dann echt dahin. Eins entscheidet, wenn ihr den Teil 2 wollt. Was? Er sagt einfach Streamsnipe Nummer 2 von einem Natis. Er will mich nochmal streamsnipen, aber er weiß gerade nicht, dass ich ihn streamsnipen werde. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich werde das jetzt hier abbauen, Digga. Ah, wir müssen ihn irgendwie anhitten oder so, damit er merkt, dass ich das bin. Weil das Problem ist, wenn ich ihn jetzt nicht anhitte, ist das Problem, dann steht er einfach anonym, glaube ich. Wo ist er? Ich muss ihn jetzt anhitten. Hey Jungs, wo ist die Chest? Hä? Digga, was ist das denn jetzt? Ach, Digga, nee. Digga! Glubi-Mobi, Digga! Glubi-Mobi, Ehre wurde genommen! Ich schwöre, Natis, der Wichser, Digga. Ich schwöre, der hat das abgesprochen. Einer von euch hat gerade reingeschrieben, Streamsnipe mal einem Natis. Ja, ganz, Digga, anders krass, anders krass. Glubi-Mobi! Er sagt, Nate ist der Mixer. Bruder, sag sowas nicht, es wird ein Video. Sonst wird noch Strike Easter. Locker, aber das war locker ein Faker, ich glaube. Ja, das war safe ein Faker. Community, wenn ihr Bock habt, dass ich mehr Streamstyle-Videos machen soll, dann lasst mal auf jeden Fall einfach ein Like da. Wenn wir die 10.000 Likes schaffen sollten, dann werde ich auf jeden Fall auch andere Leute streamsnipen. So YouTube-Kollegen und so weiter. Lasst unbedingt ein Like da. Das wäre Ehre, wenn wir 10.000 schaffen würden. Und jetzt gehen wir in die nächste Runde und streamsnipen ihn weiter. Was passiert? Wir sind jetzt wieder in seiner Runde. Schon wieder. Das ist einfach so geil, wie oft wir in seine Runde kommen. Er landet jetzt, glaube ich, hier irgendwo in diese Richtung, habe ich gerade gesehen. Das Ding ist, sein Stream ist einfach so hart verzögert. Man weiß einfach nicht, wo der landet. Digga, ich schwöre, ich habe extra sogar schon Streamverzögerung drin, dass man eigentlich nicht streamsnipen kann. Digga, wenn mich trotzdem irgendwer streamsnipet, dann ist halt, macht Backstream. Ach, stimmt, Digga. Ja, ich mache einfach.
Das kann ich echt machen. Soll ich einfach Blackstream machen, solange ich lande? Ich muss ehrlich sagen, sein Stream ist verzögert, aber wenn ich das Video schneide, werde ich es euch genau 1:1 per Millisekunde die gleiche Aufnahme zeigen. Also ihr werdet das nicht verzögert sehen, weil ich werde es dann rauscutten, was verzögert war. Auf jeden Fall, ich mache das für euch, dann könnt ihr es flüssig anschauen. Er landet hier irgendwo, Digga. Ich kann auch auf Mobile spielen und ich will halt noch auf Controller spielen. Digga, hier ist jemand. Digga, das ist wieder, ich schwöre bei Gott, das ist wieder Nate. Ja, Digga, da ist er, geil. Er sagt gerade, er hat extra Streamverzögerung drin. Warte, wieso finde ich keine Waffe? Wieso finde ich keine Waffe, Bro? Bro, Fortnite, gönn mir, please, man. Fortnite, man. Gönn mir Waffe. Okay, geil, wir haben jetzt schon eine Waffe. Ich hab keine Waffe. Ich schwöre bei Gott, das ist wieder Nate. Komm, gib mir bitte die Waffe, bitte. Okay, ich werde ihn jetzt ein bisschen verarschen. Ja! Digga, Nate ist, ich fick. Ja! Oh! What? Er hat mich getötet, Junge! Glovy Movie! Oh, er hat mich getötet, Digga! Nein! Meine Ehre wurde genommen, Digga! Nein! Wie, ey, Digga, er hat mich einfach geholt! Ich bin so behindert, Digga! Ich bin so behindert, Mann! Nein! Er weiß jetzt, dass ich das bin, Digga! Nein! Alles zerstört, Alter! Jetzt weiß er, dass ich ihn Stream sein wollte! Nates, Alter! Easy! Mann, Digga, ich muss jetzt nächste Runde anders machen! Digga, wie der sich freut, Alter, weil er mich getötet hat, Alter! Man denkt, er hat Earnings 10.000 Euro gewonnen! Digga, ist der behindert, Alter? Er Stream sein mich! Ich bin absolut als Freund löschen! Nates, Digga! Ich würde dir empfehlen, mich nächstes Stream sein, sonst fick ich dich wieder! Er macht gerade einfach eine Ansage gegen mich, obwohl er mich letztens gestreamt hat, Digga. Ey, Digga, den verstehe ich absolut gar nicht, Mann. Community, ich lasse ihn jetzt eine Runde alleine spielen. Also diesmal bin ich nicht in seiner Runde reingekommen. Ich habe einfach viel zu spät bereit gemacht. Aber ist jetzt egal, Freunde. Ich lasse ihn jetzt einmal so in Ruhe spielen so. Und danach geht's wieder los mit Streamsnipen. Jetzt wird er komplett ausrasten. Ich verspreche es euch, Mann. Jetzt wird er komplett ausrasten. Community, wir sind jetzt endlich wieder in seiner Runde. Das hat so lange gedauert. Und jetzt hat er irgendwie gesagt, dass er Salty oder so landen will, aber ich glaube, der labert nur Scheiße, weil er will einfach Stream-Sniper abhängen. Deshalb werde ich jetzt ein bisschen länger im Bus bleiben und dann, okay, er geht Frenzy-Farm. Das war vorhin nicht der echte Nate, ne? Safe nicht, weil der hat ja jetzt nicht weitergemacht. Ich glaube, das war einfach nur irgendein Faker und er hatte dann Angst, dass er gemeldet wird oder so. Ich werde ihn so lange Stream-Sniper, bis er keinen Bock mehr hat. Es macht ehrlich gesagt so viel Spaß, Leute zu Stream-Snipen und ich habe ehrlich Bock, mehr solcher Videos zu machen, wenn ihr mich auch dann dementsprechend noch unterstützt, weil diese Stream-Sniper-Videos, ich sage euch wirklich vom Herzen, ist nicht einfach, die aufzunehmen, weil du musst halt schauen, wer gerade streamt, ob man die überhaupt streamsnipen darf und ob die überhaupt erlauben, dass man deren Stimme und so verwendet. Deswegen, wir wussten der. Hä? Ist das Nates? Das ist nicht Nates. Ey, komm, Bro, komm her. Oha, wie slack bei mir. Freund hier an. Mach auf Ehre. Mach auf Ehre. Bitte mach auf Ehre. Mach doch auf Ehre, bitte. Digga, nein, hör auf, geh weg. Oha, was ist das? Oha. Was ist das für Lag? Ich hab mir einfach mit kompletten Lags geholt. Digga, ist der... Chill jetzt, ich ruf ihn jetzt. Hast du gesehen? Ja. Digga, wie er absolut gelaggt ist. Ich... Oh, er ruft mich an. Hallo? Digga, es reicht. Wer ist da? Du bist sogar stehen geblieben im Spiel, als ich dich angerufen habe. Hä, was meinst du? Du streamsnipst die ganze Zeit, du Kleber. Was laberst du? Ich hab dich gar nicht gestreamsniped. Ich spiel grad nicht mehr. Ich schlaf grad. Ich decke jetzt über meinen Kopf. Bruder, ich schlaf grad, Digga. Ich bin grad aufgestanden, Junge. Ich schlaf grad, Digga. Digga, das war nicht ich. Tanti. Er legt einfach auf, Digga. Oha. Der ist jetzt mies sauer auf mich, weil ich ihn gestreamsniped hab, Digga. Was ein Mensch. Ey, ich schwöre, der rastet jetzt komplett aus. Digga, wie kann man so ein Bastard sein, Digga? Es reicht doch irgendwann. Guck mal, Digga, Nathis, er sieht doch sogar schon, dass mich die ganze Zeit andere Leute streamsniped und dann fuckt er mich immer noch so ab. Das muss doch nicht sein. Digga, das ist doch. Das, sowas ist echt unnötig, Mann. Ich tue einfach Decke über meinen Kopf, ich sage, ich schlafe, Digga. Ich bin schon behindert, irgendwie. Er wird einfach hart gestreamsniped. Bro, chill your life, man. Streamsniping is a very good feeling for me. Nathis streamsniped dich aus Rache. Digga, Nathis, Junge, ich weiß nicht, was das soll, Digga. Ich hab sogar noch zu ihm gesagt. Er soll's mal. Digga, vor allem im Stream, ne? Zu mir schreibt so einer rein. Yo, guck mal, kannst du mal wieder Nate streamsnipen? So einen zweiten Teil, das war übel chillig. Und jetzt streamsnipe ich einfach Nate. Was passiert mit Chanti, seine Kopf, Digga? Nee, Digga, ey, chill mal, ich ruf ihn jetzt. Ich frag ihn jetzt, ob er aufhören kann. Warte, Chanti ruft mich nochmal an. Hä? Hi, hello. Nächste. Was? Digga, ich weiß, ey, sorry, dass ich eben so ausgerastet bin. Okay, ich war ein bisschen abgefuckt. Aber das Ding ist, auch, weil das ist dein Account, ist ja dein Account, ist online. Sag mal irgendwem, der auf deinem Account spielt. Oder keine Ahnung, was das da aufhören soll, okay? Weil das fuckt echt ab. Ja, Bro, wait, I tell the boy who is playing. Bro, das bin ich. Ich streamsnipe ich die ganze Zeit. Und ich werde dich weiter streamsnipen, Digga.
Ist mir egal. Ich bin das. Ja, lass es doch mal, bitte. Nein, so kein bitte. Kein bitte. Sagen. Say sorry, say sorry. Halt die Fresse, say sorry. Ich auf meinem Kanal, Digga. Dann stream ich einmal. Digga. Bro, es tut mir leid, ich muss nicht streamsnipen, Digga. Es liegt in meiner Seele, dass ich Leute einfach streamsnipen muss. Ja, es liegt in deiner Seele, Digga. Seele. Bro, Chanti, sag mal, was passiert mit seiner Seele? Ganz witzig, Digga. Chanti, okay, komm. Ich streamsnipe dich nicht, okay? Ich will eine Vereinbarung okay. mit dir treffen. Komm jetzt nach Craggy Cliffs. Wir landen jetzt beide bei Craggy Cliffs und ich werde dich nicht töten, okay? Ich töte dich ehrlich nicht. Ich will jetzt mit dir Dings machen, Teams, okay? Wir machen jetzt Solo-Teams. Wir teamen einfach, was ja nicht erlaubt ist, okay? Okay, Bro, bis gleich. Komm, Craggy Cliffs. Sag, wo du landest im Stream, dann komm ich dahin, okay? Bis dann, Bro. Ciao, ciao. Er denkt einfach, ich werde ihn jetzt nicht streamsnipen. Ich werde ihn jetzt einfach... Digga. Ich werde ihn trotzdem streamen, Digga. So geil, Digga. Soll ich das machen? Einzelchat, wenn ich mit ihm teamen soll. Ich weiß nicht, ob ich ihm vertrauen kann. Einzelchat, wenn er sagt, ich kann ihm vertrauen. Zweitchat, wenn er sagt, lieber nicht. Er lügt. Alle schreiben, er lügt. Alle sagen, er lügt. Ja, ich weiß nicht. Das Ding ist, Nate ist ja eigentlich vom Dinger echt ein korrekter Typ. So wisst ihr, ich meine. Ich verstehe mich ja mit Nate privat voll gut, Digga. Deswegen weiß ich nicht, ob er wirklich lügt. Alle im Chat schreiben, er tötet dich safe und er lügt. Geil, Digga. Ja, eigentlich verstehen wir uns ehrlich gut, ne? Weil ich bin so ein Mensch, ich verstehe mich mit jedem Menschen gut. Verstehe mich ehrlich gesagt mit jedem YouTuber privat ehrlich gut. Weil ich finde, es gibt einfach die ganzen YouTuber hier da draußen, ist alles Ehrenmänner. Ja, es gibt ab und zu Ausnahmen, so ein paar Leute, die man einfach nicht so gut mag. Aber Freunde, was soll man machen? Es gibt halt immer Schafe unter den Ziegen. Digga, wenn er jetzt wieder Scheiße labert, sagt alle, er lügt. Digga, ich weiß es nicht. Kill ihn direkt, wenn du ihn siehst. Guck mal, ich überlege, okay, ich hole mir jetzt eine Waffe. Und wenn er auch eine Waffe hat, dann, und wenn er so seine Waffe rausholt, dann töte ich, dass er so mäßig gar keine Chance hat, mich zu töten. Wisst ihr, wie ich meine? Was laber ich? Egal, wir werden ihn jetzt verarschen. Angeblich, er denkt, ich bin jetzt sein Freund und so. Was? Er will mich direkt töten? Was? Alle gegen Craggy Cliffs? Alle gegen Craggy Cliffs? Alle gegen Craggy Cliffs, Digga. Was passiert denn hier? Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der eigentlich? Alle gegen Craggy Cliffs, Digga. Komm zum Strand, Digga. Er soll mal zum Strand kommen hier. Wo ist er? Ihr lügt, er lügt, ihr sagt alle, er lügt, ich weiß aber nicht. Ja, kann er aufhören? Was ist er? Da ist er, da ist er! Geil. Keine Messer. Nein, Edith, Bro, Ace ist nicht, nein, ey, mach! Globi Mobi, Digga! Digga, es reicht doch, Digga, es reicht doch! Er meint, Digga, es reicht doch, ich werde von einem anderen holen! Und dann kommt, ja, meine Mutter kommt gleich hoch, wenn du so weiter rumschreit. Ja, jetzt ist absolute Ruhe hier, sonst stelle ich hier alles ab. Haben wir es verstanden? Gut, perfekt. Ich höre, er sagt sogar, er streamt halt nicht nochmal. Glovi Movi Ehre genommen, Digga. Er wird jetzt komplett ausrasten. Ich habe ihn gekillt. Ich wollte Vereinbarung mit ihm treffen, dass ich ihn angeblich nicht töte. Aber keine Ahnung, die ganze Menschheit kommt dahin. Digga, zu geil, Alter. Einfach zu geil. Zu geil, Bruder. Ich schwör's dir. Streamzeit macht so Bock, Mann. Es ist einfach so geil, die Leute zum Auslassen zu bringen. Ja, Mann, wenn ihr auf jeden Fall mehr Streamzeit-Videos sehen wollt, unbedingt ein Like da lassen. Ich warte jetzt eigentlich auf seinen Anruf. Der muss jetzt komplett durch ausrasten. Er ruft mich an, Digga. Er ruft mich gerade an, Freunde. Er ruft mich an. Er rastet komplett aus. Sagst du, streamsnipest mich nicht und du machst es trotzdem. Bro, das war mein Bruder. Ich habe ihm gesagt, Bruder, ich will mit Chanti, hab eine Vereinbarung, ich will mit ihm teamen. Und dann sagt mein Bruder, nein, Digga, Chante Tanti geht nicht und so. Da habe ich gesagt, warum? Der hat gesagt, ja, weil mein Chante Tanti hat mein Popoloch gepiepst. Ja, meine Mutter ist gekommen, ne? Ich hab auf meinen Tisch geschlagen. Meine Mutter ist hochgekommen. Man hört das Ohr laut. Ja. Bruder, Alter, ich hab dich einfach gestreamt, Bro. Ich sag mal so. Das war für ein Video, Digga. Ich wollte dich einfach abfacken, bis du keinen Bock mehr hast. Ja, Digga, hab ich gar nicht gemerkt, dass du mich abfacken wolltest. Gar nicht gemerkt, Digga. Ja, Bro, willst du noch was sagen zum Video? Sagen will, Digga. Creator Koshanti. Community, geht alle bei Tante Chanti rüber. Lass uns zeigen, was für eine krasse Community. Wir sind erster Link in der Beschreibung. Macht ihm die 200.000 Abonnenten voll. Das sind noch 8.000 Abonnenten. Wenn ihr das macht, ey, dann weiß ich, ihr seid die beste Community, die man sich wünschen kann. Er hat nur noch 8.000 Abonnenten, bis er 200k hat. Macht auf Ehre einfach mal die 200.000 Abonnenten voll, weil Chanti hat echt korrekte Leistung gezeigt. So, er ist komplett durchgerastet, aber er hat es jetzt auch ein bisschen mit Humor genommen, sag ich mal. Ja, Bro, willst du noch was sagen? Ja, Digga, dann... Keine Ahnung, Digga. Ja, ich weiß gerade, ich hab dich abgefangen, aber... Rache kommt bestimmt nochmal. Ja, er will mich nochmal... Digga, mal gucken, was da noch kommt. Ja, Community, auf jeden Fall lasst unbedingt ein Like auf diesem Video da, denn bei 10.000 Likes kommt direkt das nächste Streamstart-Video. Und zwar, ich werde ein Mädchen-Streamstart, bis sie mir ihre Nummer gibt. Lasst ein Abo da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Das wäre mein Traum, wenn wir die 150.000 noch diese Woche schaffen würden. Also einfach kurz abonnieren. Beste Community, haut rein. Morgen kommt noch ein Streamstart-Video. Creator Code, I'm Nate. Was passiert in dieser Folge?